Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Kommissar Unterbauer, das hätte ich ja wirklich nicht gedacht. Einfach liegen gelassen. Etwa schon den Rundbrief von unserem Einsatzleiter vergessen? Moral und Verantwortung beginnt schon bei den kleinsten Dingen. Kapitän Sander, wir haben hier einen Notruf von der Einsatzzentrale. Es wurde ein Taucher gesichtet, dem offensichtlich das Boot abhanden gekommen ist. Aber der Anrufer konnte die Position nennen. Es ist ungefähr 10 Seemeilen von hier, eine halbe Stunde. Hoffentlich hält er so lange durch. 3-Backbord, beide voll voraus. Beide voll voraus. Da ist er. Neben der Boje. Kontrollboot klar machen. Völlig unterkühlt. Wir brauchen eine Decke. Macht der Puls? Kein Puls. Herzmassage. 1, 2, 3, 4. Er hat schon lange keinen Puls mehr. Das Wasser ist zwar ziemlich kalt, aber mit so einem Taucheranzug überlebt man doch eine halbe Stunde. Vielleicht hat sein Tod ja ganz andere Ursachen. Vielleicht was Organisches. Na gut, ich gebe Norge Bescheid. Wir brauchen für die KTU alle Temperaturen. Wasser, Leiche. Kapitän Sander? Der Einsatzleiter für Sie.
Herr Gruber. Kapitän Sander. Wissen wir schon etwas über die Identität des Toten? Nein, der Taucher hatte nichts bei sich. Und Vermisstenmeldungen liegen zurzeit auch nicht vor. Ich habe 2 Taucher runtergeschickt. Sir, vielleicht finden die ja was. Sehr gut. Sagen Sie, ist Ihnen bei dem Notruf vorhin etwas aufgefallen? Was soll das denn jetzt? Ist das ein Test, ob ich auch die geeignete Urlaubsvertretung für Kapitän Eders bin? Ich wollte lediglich Ihren Blick darauf lenken, dass zwar jemand angerufen und den Taucher in Seenot gemeldet hat, es aber offensichtlich nicht für nötig gefunden hat, den Mann zu retten. Ja, da hat sich jemand die Sache ziemlich bequem gemacht. Bequem? Was hat denn das mit Bequemlichkeit zu tun? Das ist mindestens unterlassene Hilfeleistung. Sowas wird in Deutschland bestraft und wissen Sie auch warum? Weil ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft darin besteht, dass man Hilflose nicht im Stich lässt. Aber da Ihnen offensichtlich die Sensibilität für so einen Fall fehlt, werde ich dafür sorgen, dass dieser anonyme Anrufer zur Verantwortung gezogen wird. Rum-Mix-Getränk. Lässt sich Kalle jetzt auf dem Seeweg beliefern? Sehen Sie mal hier. Das Boot ist nicht einfach abgetrieben. Hat jemand die Ankerkette gekappt? Jemand, der das Boot haben wollte. Nimmt dabei in Kauf, dass der arme Kerl auf See krepiert. Meine Damen und Herren, ich habe Sie wegen einiger Besonderheiten des aktuellen Falls zusammenrufen lassen. Ein schlimmer Fall von unterlassener Hilfeleistung. Der Notruf kam um 11.03 Uhr von einer Telefonzelle aus der Innenstadt. Ein männlicher Anrufer. Entschuldigung, darf ich da mal kurz unterbrechen? Wir sind gerade erst am Anfang unserer Ermittlungen. Und Sie sollen auch weiter ermitteln, Sander. Finden Sie die Person, die das Motorboot geraubt hat? Ich will diesen anonymen Anrufer zur Verantwortung ziehen. Herr Gruber, unsere Ermittlungen weisen eindeutig... Ihre Ermittlungen, mein lieber Sander, sind davon nicht berührt. 2 Fälle, 2 Teams. Das ist doch sinnlos. Ah ja? Und wieso ist das sinnlos? Weil es keine 2 Täter gibt. Der Unbekannte hat zuerst das Boot gestohlen und danach die Polizei alarmiert, weil er nicht wollte, dass der Taucher ertrinkt. Und weil es sich dabei nur um einen Fall handelt, brauchen wir auch nur eine Ermittlung. Ich habe herausgefunden, wo die Atemluftflaschen des Tauchers geprüft worden sind. Und ich habe ihn. Lars Gerster. Mitinhaber einer Tauchschule in Neustadt. Aber das ist noch nicht alles. Ja, was haben Sie denn noch? Das ist schon der 2. Tote an der Tauchschule innerhalb von 5 Wochen. Ist das Lars Gerster? Stefan, ist das? Die Tauchschule gehört Ihnen zusammen? Mir und Lars. Das ist meine Freundin, Sylvie Olbert. Wissen Sie, was er heute Morgen auf dem Meer gemacht hat? Er wollte den Zielpunkt fürs Orientierungstauchen legen. Die Kiste mit den Alkopops. Für die Rückfahrt zum Feiern, ja. Sagen Sie, das Boot, mit dem er auf dem Meer war, was ist das wert? Circa 40.000. Und irgendwelche besonderen Kennzeichen? Sieht aus für alle. Es ist weiß. Vorne am Bug ist ein ziemlich langer Kratzer. Bin da mal einen Betonsteg langgeschrammt. Haben Sie ein Foto? Ja, Moment. Sagen Sie, der Tauchunfall vor 5 Wochen.
Der Tote, der hieß doch Henrik Olbert. Hat das mit Ihnen zu tun? Ihr Bruder. Er ist Ihr Bruder und heute Lars. Ich weiß nicht, warum wir gerade so bestraft werden. Vielleicht ist es ja eins von diesen hier. Ich schaue mir gerade die Gebrauchtbootemärkte im Internet an. Guck mal, die sind seit heute Morgen alle reingekommen. Das ist lächerlich. Wieso sollte jemand ein gerade geklautes Boot sofort wieder verkaufen wollen? Hm? Ja, wieso denn nicht? Bargeld ist schließlich viel unauffälliger als ein geklautes Boot. Naja, ein Versuch ist es wert. Also wenn Krüger wüsste, was du hier an seinem Computer treibst, der würde seine Weiterbildung sausen lassen und sofort wieder hier sein. Norge, sehen Sie sich mit Unterbauer die Boote mal an. Und achten Sie auf einen Kratzer an der Seite. Ja, mach ich. Ich schick dir die Adressen aufs Handy. Ich habe mir von der Staatsanwaltschaft die Akte zum Tod von Silvio Alberts Bruder geholt. Der Tauchunfall. Dass es ein Tauchunfall war, bezweifelt die Staatsanwaltschaft inzwischen. Sein Tauchlehrer behauptet zwar, Silvis Bruder sei viel zu schnell aufgestiegen, aber bei der Obduktion fand sich Wasser in seiner Lunge. Das hört sich ganz nach Ertrinken an. Mhm. Sieht so aus, als wäre er von seinem Tauchlehrer im Stich gelassen worden. Und der heißt Lars Gerster. Wieso sieht's so aus? Die Ermittlungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Gestern waren noch mal zwei Kripo-Beamte draußen in der Tauchschule zur Befragung. Berg? Das heißt, dass Lars Gerster wahrscheinlich am Tod von Silvis Bruder schuld ist. In Ordnung. Kapitän Sander? Ja. Herr Gruber möchte Sie sprechen. Sie wollten nicht sprechen? Sie sind die Urlaubsvertretung für Kapitän Ehlers. Und da versuchen Sie, mich vor der gesamten Mannschaft bloßzustellen. Ich wollte die Ermittlungen dahin rücken, wo sie hingehören. Vielleicht hätten wir uns vorher miteinander absprechen sollen, dann wäre die Sache mit dem einen Täter. Es interessiert mich nicht, ob Sie mit Ihrer einen Täter-Theorie recht haben oder nicht. Was interessiert Sie dann? Loyalität. Und Vertrauen. Sie hatten eine große Chance, Sander. Sie hätten beweisen können, dass Sie ihm ein Vertrauen verdient haben. Das alles haben Sie mit ein paar Sätzen verspielt. Mann, das ist schon die vierte Adresse. Da haben wir es ja bald. Wir können auch aufhören, Wolfgang. Warum sollte der Täter das Boot kurz nach der Tat im Internet inserieren? Aus dem gleichen Grund, aus dem er es geklaut hat. Der braucht Geld. Ja, hier ist noch der Kaufvertrag. Alles in Ordnung. Ich habe gleich gesagt, reine Routinekontrolle. Also bitte. Wolfgang? Wolfgang? Das ist ja ein neuer Anker. Ja, verkauft sich so besser. Über den Kratzer müssten Sie auch noch mal drüber gehen. Nicht wahr? Wollte ich noch machen. Aber vorher kommen Sie mit in die Einsatzzentrale, Herr Haberlein.
Sylvie Olbert, der sie gerade 50 Euro am Geldautomaten in der Oldenburger Straße abhebt. Um 10.30 Uhr. Und ihr Freund? Stefan Rehring. Hatte den ganzen Morgen Theorieunterricht in der Tauchsportschule. Also haben beide sichere Alibis. Im Übrigen, der Verdächtige wartet im Verhörraum. Also wir haben das Boot gefunden. Es war doch von Anfang an klar, dass der Täter versuchen würde, das Boot sofort wieder zu verkaufen. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis. Sie haben eben das richtige Gespür. Ja, ja. Ist was? Kein Auge. Was haben Sie das Boot gefunden? Ja. Heute Morgen in der Hafeneinfahrt. Ja, falls der so einsam vor sich hintrieb, haben Sie es einfach mal mitgenommen. Hm? Vor einem halben Jahr habe ich Lars und Stefan das Boot verkauft. Die beiden sind mir aber ein Viertel des Kaufpreises schuldig geblieben. Und als ich es heute Morgen fand, dachte ich mir, bis zur endgültigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers. Lars Gerster ist ums Leben gekommen. Habe ich nichts mehr zu tun. Haben Sie nichts damit zu tun. Aber letzten Monat, am 25. hat eine Funkstreife Sie festgenommen, weil Lars Gerste Sie wegen Hausfriedensbruch angezeigt hat. Ja, wegen dem Boot. Sie haben Lars Gerste Gewalt angedroht. Es ist der Tod und Sie haben sein Boot! Und? Hat er gestanden? Nein. Und wir haben nicht genügend Beweise, um ihn festzuhalten. Aber was er erzählt, stimmt hinten und vorne nicht. Fahren Sie noch mal zur Tauschschule und überprüfen Sie die Geschichte mit dem Boot. Gerne. Und Sie überprüfen Haberleins dünnes Alibi. Von 6 bis 9 im Stehkaffee gejobbt. Dann im Bootsverleih keine Kunden. Wo ist denn da ein Alibi? Eben, ich sehe da auch keins. Fragen Sie trotzdem nach, wer ihn gesehen hat. Heute noch mal raus? Ich schlafe auf dem Boot. Ach, gar nicht bei Ihrem... Nee, nur weil man befreundet ist, muss man ja nicht im selben Bett schlafen. Sicher. Herr Rehring ist da drinnen? Was erzählt der Haber dann für eine Scheiße? Er hat uns das Boot mit kaputtem Motor verkauft. Natürlich haben wir einen Teil des Gelds behalten. Wo hatten Sie denn die Bootspapiere? An Bord. Aber der Rest der Unterlagen ist hier im Schreibtisch. Kann ich die mal sehen? Natürlich. Wieso ist das sinnlos? Ist das die Stimme des anonymen Anrufers? Nein. Ich mach nur einen Test. Und wieso ist das sinnlos? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Das ist Ihre. Und wieso ist das sinnlos? Ach Mensch, Frau Johansson. Sie soll nicht mich analysieren, sondern den anonymen Anrufer. Der Vertrag, Versicherungsunterlagen. Das hat jemand geklaut. Halt! Passen Sie nichts mehr an. War da sonst noch was dabei? Da fehlt ein Foto. Foto? Von Sylvie und mir. Ja, Herr Norge? Wir brauchen die KTU hier in der Tauchschule, ja? Danke.
Sagen Sie, das ist doch Ihr Dienstplan, nicht? Wenn ich den richtig deute, dann hätten eigentlich Sie heute Morgen rausfahren müssen und den Getränkekasten versenken. Ich habe gestern gefeiert mit Silvi, mein Tauchlehrerschein. Das ist ein bisschen spät geworden. Wann ist also Lars für Sie rausgefahren? Dann ist Lars für mich rausgefahren, ja. Die KTU hat die Fingerabdrücke vom Einbruch in der Tauchschule mit dem von Robert Haberlein abgeglichen. Sie sind identisch. Das heißt, er ist dort eingebrochen und hat danach wahrscheinlich das Boot gestohlen. Unterbauer und Lorge sind schon unterwegs, also an die Arbeit. Und Frau Johansson, fragen Sie doch bitte mal nach, wo das Ergebnis der Obduktion bleibt. Für den Sander, das habe ich bereits. Und? 24 Stunden nach Eingang und wenn wir dort anrufen, geht's auch nicht schneller. Da scheint keiner da zu sein. So, dann schauen wir mal. Hier. Die Tasche des Toten. Handy. Ausgeschaltet. Das gibt's doch nicht. Muss sich die KTO drum kümmern. Was denn? Ja, Haberlein und seine Freundin. Silvi Oliver. Der Kostenvoranschlag von einem Privatdetektiv. Zeig mal. Ermittlung des derzeitigen Aufenthaltsortes. Die hat ihn verlassen und er wusste nicht wohin. Ja, und so hat er sie wiedergefunden. Hier. Das müsste das Foto sein, das aus der Tauchschule verschwunden ist. Dann weiß Haberlein wahrscheinlich erst seit dem Einbruch, dass seine Freundin bei Stefan Rehring ist. Den Mann, den er am meisten hasst. Wenn Haberlein nicht hier ist, wo ist er dann? Nicht gesagt, dass Silvi die Freundin von Robert Haberlein war. Wieso hätte ich Ihnen das sagen sollen? Tja, vielleicht hat Haberlein was dagegen, dass ihm die Freundin weggeschnappt haben. Wo ist Silvi jetzt? Na, die schläft noch. Die ist auf ihrem Boot. Spinnst du? Du kannst doch nicht einfach das Boot losmachen und aufs Meer raus. 5 Wochen habe ich dich gesucht. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich habe jetzt keinen Bock, mit dir darüber zu reden. Dir wird aber nichts anderes übrig bleiben. Kannst ja gerne versuchen, wegzulaufen. Vielleicht ist ihre Freundin ja rausgefahren. Hätte sie doch was gesagt.
Stefan. Silvi. Hilf mir. Robert hat... Silvi. Fick. Dieses Arschloch. Haberlein hat sie. Frau Johansson, lassen Sie Silvi Roberts Handy orten. Und die Crew soll sich sofort fertig machen zum Auslaufen. Du sind noch alle! Anstatt mich zu unterstützen, wenn es mir schlecht geht, schmeißt du einfach alles hin. Nach 15 Jahren. Nicht dir geht's schlecht, sondern deinem scheiß Bootsverleih. Und vor 15 Jahren, da kannten wir uns noch gar nicht richtig. Wieso gerade Stefan? Diese kleine Pissratte. Er hat die ganze Zeit schon auf seine Chance gewartet. Jetzt hat er sie ja bekommen. So ein Quatsch. Außerdem geht sich gar nichts an, mit wem ich zusammen bin. Phil, wer ist das? Hör auf! Das lässt du bleiben! Aua! Hier wurde das Handy von Silvi Olbert geortet. Neuer Kurs, 120 Grad, beide voll voraus. Beide voll voraus. Warum hast du mich verlassen, als ich dich am meisten gebraucht habe? Als du mich gebraucht hast? Mein Bruder ist gestorben. Hast du mich da getröstet? Nee, hast du nicht. Immer nur dein scheiß Bootsverleih. Da wunderst du dich, dass ich abgehauen bin? Weißt du was? Ich würde es auch wieder tun. Da ist das Boot. Ein Mann und eine Frau. Kontrollboot klar machen. Unterbauer, Sie kommen mit. Übernehmen. Bring mich hier weg. Nein, ich will, dass du uns noch eine Chance gibst. Du bringst mich hier raus, du schlägst mich und dann willst du noch eine Chance haben. Hallo? Hier? Sollst du es sein lassen? Ah! Jetzt, hör auf! Hör auf! Hier ist die Küstenwache. Lassen Sie Frau Albert los und treten Sie zurück. Darauf warten die doch nur. Sollst aufhören! Herr Haberlein, Sie sind vorläufig festgenommen. Sander, komm hoch. Da sind sie! Hier! Hier sind wir! Holt sie raus! Lars Gerster nichts zu tun. Bringt doch niemanden um für 10.000 Euro. Ich habe nicht gesagt, dass Sie deswegen der 10.000 Euro gemacht haben. Jedenfalls nicht nur deshalb.
Zuerst wollten Sie nur das Boot zurückhaben. Deswegen sind Sie eingebrochen. Das habe ich doch schon längst zugegeben. Und dann finden Sie in einer Schublade dieses Foto. Ihre Freundin, die Sie so lange gesucht haben, ist jetzt mit Stefan zusammen, der am nächsten Morgen allein auf der Ostsee ist. Sagt jedenfalls der Dienstplan. Stefan sollte sterben, nicht Lars. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie haben kein Alibi. Sie haben die Tasche und das Boot des Toten. Da kommen Sie mir mit an. Das ist nicht wahr! Was ist denn eigentlich los mit euch? Wieso habt ihr das Handy nicht geknackt? Ich weiß, dass das Handy ausgeschaltet ist. Also wenn ihr irgendwas wisst, schickt ihr mir sofort einen Fax. Ich warte! Mein Gott! Mamma mia! Herr Krüger, hier wäre euch für die KTU nicht danke. Das ist merkwürdig. Was denn? Ich habe hier den Obduktionsbericht. Lars Gerster ist doch an Unterkühlung gestorben. Was? Wir waren noch eine halbe Stunde nach dem Notruf bei ihm. Ja, aber hier steht, dass er eine Stunde vor dem Notruf gestorben ist. Da konnten wir ja gar nicht rechtzeitig da sein. Und sein Boot wurde auch nicht erst um 11 Uhr geklaut. Nein, zwei Stunden früher. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich habe zuerst das Boot gefunden und dann habe ich mir die Papiere besorgt. Ach, dann kommen Sie mir nicht wieder mit der Geschichte von dem Boot, das da zufällig rumtrieb. Kapitän Sander. Der Obduktionsbericht. Ja, das sollten Sie sich mal ansehen. Das heißt, der Todeszeitpunkt war so gegen 10. Und da lag Gerster schon eine Stunde im Wasser. Dann wurde das Boot gegen 9 gesprengt. Herr Haberlein. Das heißt, Sie haben für diesen Zeitpunkt ein Alibi. Was ist denn das für ein Spiel? Um 11 Uhr bekommen wir einen Notruf und da ist der Taucher schon über eine Stunde tot? Wenn das Boot schon um 9 Uhr geraubt wurde, hat Sylvie Ulbert kein Alibi mehr. Sie konnte gut erst das Boot vom Meer holen und dann gegen 10.30 Uhr das Geld abheben. Vielleicht war es ja sie, um ihren Bruder zu rächen. Das passt. Die KTU hat endlich das Handy von dem Lars Gerster geknackt. Und hier steht, am Abend vor seinem Tod hat er Sylvie eine SMS geschickt. Er wollte mit ihr reden. Über den Tod ihres Bruders. Ich habe vorgestern keine SMS von Lars bekommen. Sie haben keine Ahnung, worüber er mit Ihnen sprechen wollte. Warum sind Sie eigentlich nach Neustadt zurückgekommen? Ich hatte in Hamburg niemanden zum Reden. Und Stefan kannte meinen Bruder. Und Robert kennt er auch. Und Lars Gerster? Kein böses Wort über Henriks Tod? Das war doch ein Unfall. Wo waren Sie, als die Polizei benachrichtigt wurde, dass ein Taucher in der Ostsee treibt? Auf dem Boot. Ich habe geschlafen. Bis um 11? Wieso um 11? Ja, um 11 wurde die Polizei benachrichtigt. Aber da hatte Lars doch gar keine Chance. Der war doch schon so früh draußen. Nein, ich mach deinen Rechner schon nicht kaputt. Also, Time-Stretching an und eine Sample-Rate von 48.000. Okay, listen, Schatz. Also ich sage, Sylvie Olbert steckt in der Sache mit drin. So wie die reagiert hat, als sie erfahren hat, dass der Notruf erst um 11 Uhr kam. Aber der anonyme Anrufer kann sie ja schlecht gewesen sein. Das war ein Mann. Was haltet ihr von diesem hier? Hallo, hier ist die Tauchschule G&A. Wir sind gerade nicht da. Bitte Nachricht nach dem Ton. Dankeschön. Und jetzt nochmal die Aufzeichnung von dem Notruf. Ich habe einen Taucher gesehen, dem ist wahrscheinlich sein Boot abgetrieben. Die Position ist 5434 Nord, 1058 Ost. Bitte schicken Sie Hilfe. Und jetzt beide Spektrogramme. Wenn das nicht gleich aussieht.
Stefan Rehring hat zwar seine Stimme verstellt, aber die typischen Frequenzdifferenzen kriegt er damit nicht weg. Das heißt? Er ist der anonyme Anrufer. Hallo Silvi. Ich wollte dich besuchen, aber im Krankenhaus haben sie gesagt, du bist schon raus. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Sie hatten recht. Es gab zwei verschiedene Täter. Silvi Olbert hat am Morgen das Boot an sich gebracht, Stefan Rehring später die Polizei informiert. Sie hatten recht, Kapitän Sander. Es handelt sich um ein und denselben Fall. Ich habe meinen Einfluss bei der Staatsanwaltschaft geltend gemacht. Hier ist der Abschlussbericht zum Tauchunfall Hendrik Olbert. Unterlassene Hilfeleistung. Hendrik Olbert hatte Probleme mit seinem Lungenautomaten. Und statt ihn mit seiner eigenen Atemluft zu versorgen, hat Lars Gerster ihn im Stich gelassen. Moment mal, wann war das? Am 25. Borge, geben Sie mir mal die Ermittlungsakte. Selbstverständlich, Kapitän Sander, bitte. Hier. Am 25. hat eine Polizeistreife Robert Haberlein festgenommen, weil er Lars Gerster bedroht hatte. Und es war zur selben Zeit, als Hendrik Olbert ums Leben gekommen ist. Aber Lars Gerster kann doch nicht tauchen und gleichzeitig an Land sein. Tja, dann war jemand anderes mit Silvis Bruder tauchen. Vielleicht hat das Ganze ja mit dem Tod deines Bruders zu tun. Aber wieso dann Lars und nicht Stefan? Wieso Stefan? Weil Stefan mit deinem Bruder rausgefahren ist. Zum Tauchen, als der Unfall passiert ist. Ich hab's doch gesehen. Nichts hast du gesehen. Warum sagt er das? Er will mich schlecht machen, damit du zu ihm zurückgehst. Stefan, hör auf! Wir müssen verschwinden, sonst kommen wir wegen der Sache mit Lars in den Knast. Ich habe noch 35.000 auf dem Firmenkonto. Silvi, er war mit deinem Bruder tauchen. Halt dein Maul! Lars hat es doch selber zugegeben. Silvi, du glaubst mir doch, oder? Klar glaube ich dir. Bind ihn fest. Was? Fessel ihn. Los, rein! Stefan! Lass den Deckel auf! Da geht doch keine Luft mehr! Los, wir gehen! Na komm! Wenn Stefan Rehring die Verantwortung für den Tauchunfall hatte, warum hat denn Lars Gerster die Schuld auf sich genommen? Rehring hatte zum Zeitpunkt des Unfalls noch keinen Tauchlehrschein. Das heißt fahrlässige Tötung, Freiheitsstrafe bis 5 Jahre. Die Versicherung der Tauchschule hätte bestimmt nicht bezahlt. Dann ermittelt die Staatsanwaltschaft, dass der Unfall ganz anders abgelaufen war. Hendrik ist nicht zu schnell aufgestiegen. Stefan hat ihn im Stich gelassen. Und um das aufzudecken, hat Lars eine SMS an Silvi geschrieben und Stefan hat sie gelöscht, als die beiden miteinander feiern waren. Und da hat Stefan ihn einfach sterben lassen. Doch, ich glaub dir, aber der kriegt keine Luft mehr. Natürlich kriegt der Luft. Wenn wir weit genug weg sind, sagen wir dem Bullen Bescheid. Komm, Sammy. Geh runter, weg! Geh runter! Silvi! Komm! Silvi! Silvi! Silvi!
Waffe fallen lassen! Sollte sich wenigstens einmal so fühlen wie mein Bruder und richtige Todesangst haben. Deshalb habe ich ihm das Boot weggenommen. Stefan sollte in der Zeit anrufen. Der hat ihn einfach sterben lassen. Sind Sie okay? Dein Bruder hatte Panik. Der wollte mir die Maske abreißen. Deshalb bin ich weg. Du hast ihn einfach im Stich gelassen. Ich bin wieder zurück, aber da war es schon zu spät. Ich liebe dich! Wenigstens die ist heil geblieben. Oberkommissar Unterbauer, das hätte ich ja wirklich nicht gedacht. Einfach liegen gelassen. Etwa schon den Rundbrief von unserem Einsatzleiter vergessen? Moral und Verantwortung beginnt schon bei den kleinsten Dingen. Kapitän Sander, wir haben hier einen Notruf von der Einsatzzentrale. Es wurde ein Taucher gesichtet, dem offensichtlich das Boot abhanden gekommen ist. Aber der Anrufer konnte die Position nennen. Es ist ungefähr 10 Seemeilen von hier, eine halbe Stunde. Hoffentlich hält er so lange durch. Reistrich Backbord, beide voll voraus. Beide voll voraus. Da ist er. Neben der Boje. Kontrollboot klar machen. Küsten eines Landes sind offene Grenzen, offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache.
Rum-Mix-Getränk. Lässt sich Kalle jetzt auf dem Seeweg beliefern? Sehen Sie mal hier. Das Boot ist nicht einfach abgetrieben. Hat jemand die Ankerkette gekappt? Jemand, der das Boot haben wollte. Nimmt dabei in Kauf, dass der arme Kerl auf See krepiert. Meine Damen und Herren, ich habe Sie wegen einiger Besonderheiten des aktuellen Falls zusammenrufen lassen. Ein schlimmer Fall von unterlassener Hilfeleistung. Der Notruf kam um 11.03 Uhr von einer Telefonzelle aus der Innenstadt. Ein männlicher Anrufer. Entschuldigung, darf ich da mal kurz unterbrechen? Wir sind gerade erst am Anfang unserer Ermittlungen. Und Sie sollen auch weiter ermitteln, Sander. Finden Sie die Person, die das Motorboot geraubt hat? Ich will diesen anonymen Anrufer zur Verantwortung ziehen. Herr Gruber, unsere Ermittlungen weisen eindeutig... Ihre Ermittlungen, mein Lieber. Langsam. Vorsichtig hinterlassen. Er ist völlig unterkühlt. Wir brauchen eine Decke. Macht der Puls? Kein Puls. Herzmassage. Eins. Zwei. Drei. Er hat schon lange keinen Puls mehr. Das Wasser ist zwar ziemlich kalt, aber mit so einem Taucheranzug überlebt man doch eine halbe Stunde. Vielleicht hat sein Tod ja ganz andere Ursachen. Vielleicht was Organisches. Na gut, ich gebe Norge Bescheid. Wir brauchen für die KTU alle Temperaturen. Wasser, Leiche. Kapitän Sander? Der Einsatzleiter für Sie. Herr Gruber. Kapitän Sander? Wissen wir schon etwas über die Identität des Toten? Nein, der Taucher hatte nichts bei sich. Und Vermisstenmeldungen liegen zurzeit auch nicht vor. Ich habe zwei Taucher runtergeschickt. Vielleicht finden die ja was. Sehr gut. Sagen Sie... Ist Ihnen bei dem Notruf vorhin etwas aufgefallen? Was soll das denn jetzt? Ist das ein Test, ob ich auch die geeignete Urlaubsvertretung für Kapitän Eders bin? Ich wollte lediglich Ihren Blick darauf lenken... Dass zwar jemand angerufen und den Taucher in Seenot gemeldet hat. Es aber offensichtlich nicht für nötig gefunden hat, den Mann zu retten. Ja, da hat sich jemand die Sache ziemlich bequem gemacht. Bequem? Was hat denn das mit Bequemlichkeit zu tun? Das ist mindestens unterlassene Hilfeleistung. Sowas wird in Deutschland bestraft und wissen Sie auch warum? Weil ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft darin besteht, dass man Hilflose nicht im Stich lässt. Aber... Da Ihnen offensichtlich die Sensibilität für so einen Fall fehlt, werde ich dafür sorgen, dass dieser anonyme Anrufer zur Verantwortung gezogen wird.